So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley. Ja, wir haben ja leider das Blumenfest verpasst, aber ja, es ist nicht so toll, dass das Fest eigentlich. Aber, naja. Oh, Wetterbericht. Klar und sonnig. Morgen. Wahrsager. Sehr glücklich. Also, wir werden ein Bestes geben, um heute gutes Glück zu bescheren. Okay. Willkommen beim Leben vom Land. Hier sind wieder weitere Tipps, also Spezialen. Obstbäume. Sie brauchen eine volle Jahreszeit, um zu wachsen. Also plane im Voraus. Wenn etwas das Gebiet um euren Baum herum blockiert, wird das Wachstum beeinträchtigt. Ist euer Obstbaum dann endlich herangewachsen, reifen jeden Tag neue köstliche Früchte für die Jahreszeit heran. Zeit zu sparen. Ah ja, die Obstbäume sind ja so teuer. So. Ah, die Felder sind doch nicht verdottet jetzt, ja. Also vergangen meine ich jetzt. Ja, dann können wir ja gleich wieder gießen gehen, ne? Gießkanne? Hier. Erstmal kriegt die Katze Wasser. Ja, die ist auch die erste, die mal rausgeht. So. Erstmal gebusselt. Und weiter geht's. So, grüne Bohnen. Solange es keine blauen sind, ist mir das ganz lieb. So. Ja, das waren 7 Felder, die wir da noch leer stehen haben. Wir haben aber mittlerweile. Was ist denn da eigentlich los? Ah, die Zeit war eingefroren noch. Das hat es also mitgespeichert gehabt. Tja. Okay, mein Fehler. So, ein Lauch haben wir hier noch geerntet. Jetzt haben wir hier 8 Felder frei. Ja, ich wollte gerade sagen, die Sache ist halt die. Was pflanze ich jetzt noch? Was wird so schnell reif? Nichts mehr eigentlich. Die Pastinaken brauchen 4 Tage. Das lohnt jetzt eigentlich nichts mehr, da was einzusehen. Da brauchen die Felder auch nicht wässern, oder? Ja, dann lassen wir die einfach mal ungewässert. Ich gucke aber nochmal dann im Gemischtwarenladen, ob noch irgendwas wäre, was vielleicht schneller wächst. Aber es gibt, glaube ich, nichts, was jetzt 3 Tage oder so oder meinetwegen 2 Tage braucht. Von daher lassen wir es einfach dann mal eben die Felder. Und dann im Sommer wird halt neu angepflanzt. Die ganze Saat ändern sozusagen. Aber wir haben ja eigentlich nichts mehr, was jetzt hier im Frühling hier gebraucht wird. Wir haben eigentlich immer hier ausreichend gekauft, so dass das dann leer ist. Und manchmal meint man echt, der Ofen explodiert gleich da. Da macht er Wusch und sowas hier. Ja, man bestückt, da macht er mal auch wieder so einen Raketenstart hier. So. Langt. Knarz. Rein mit dir. So. Der Lauch, da haben wir hier Bohnen. Ja, die Ausbeute ist ja sehr kärglich. Also Bohnen, naja. Dafür, dass sie so lange brauchen und man die zwar öfters ernten kann, ist der Ertrag nicht gerade so prickelnd, finde ich jetzt. 7 Uhr, ja, dadurch, dass ich die Zeit hier nicht bemerkt habe. So, dann holen wir uns hier Harz. Kiefernteer, das brauchen wir auch irgendwann mal. Im Moment lagere ich das auch wieder nur ein. So, einmal Kiefernteer. Genau, und das wollte ich in die Hütte bringen. In die Dingshütte, Gemeinschaftshütte. Ja, dann können wir beim Schmied heute gucken, ob die Holzaxt wieder fertig ist. So. Was ist das? Ach, oh, noch ein Lauch. So, so. Ja, manchmal sieht man es halt gleich auf den ersten Blick, ne? So, der Leine steht da oben rum. Ja, Robin ist wahrscheinlich noch nicht. Ja, 9 Uhr. Ja, alles so spät aufstehe hier sozusagen. Ah, jetzt ist jemand rausgekommen.
Vögelein. Piep, piep. So. Nein. Ich möchte diesen Lauch nicht essen. So, warte mal, was habe ich gesagt? Ah ja, das Solaressenz. Die brauche ich, glaube ich, da hinten irgendwo. Oder? Kann das sein? Oder brauche ich die gar nicht? Vielleicht wird es erstmal eingelagert. Weil die sieht ein bisschen special leer aus. Nein, hör doch mal auf damit. Nein. Ich nehme jetzt was anderes in die Hand. So. Abenteuer. Ah, da brauche ich. Ah ja, genau. Fledermausflügel. Und Schleim. Okay, gut, dass ich den aufgehoben habe. Okay, na gut, egal. 10 Fledermausflügel ist einfacher. Das könnten wir sogar schon in der Kiste haben. Habe ich jetzt gar nicht so im Überblick. Ja, so nach und nach kommen wir hier ein bisschen voran. Zwar nicht großartig, aber ja, mal schauen. So. Neuer Aushang, keiner. Schade. Dann gehe ich nochmal geschwind nach Hause. Ist eh noch nicht neu, ne? So. Ah, da ist noch ein Lauch. Und hier ist ein Narzisse hier oben. Er hat eigentlich heute irgendwie ein besonderes Geburtstag. Nein, erst morgen der Pierre. Gut, beim Pierre weiß ich nicht, was der möchte. Der irgendeine ganz besondere Vorliebe hat. Ja, ich kann ihm eine Blume schenken, aber ja, ich weiß nicht, ob er Blumen mag. Es mögen ja nicht alle Bewohner Blumen. Ah, wir haben genug Fledermausflügel. Okidoki. So, ich trete nochmal die Reise hier oben rum an. Ist einfach kürzer dann hier zum Gemeinschaftscenter. So. Das sieht aber aus wie Würmer. Sind da Würmer? Ja. Ah, das habe ich wegen meinem Aufnahme-Overlay nicht gesehen. Ach, natürlich Lehm. Ja, das finde ich jetzt nicht so toll, aber naja. So, komm, wird 9, ne? Dann kann ich zu Robin. Lalalala. So. Servus. Ja, heute bist du im Laden. Gut, da kann man jetzt Sachen verkaufen. Nee, das wollen wir nicht. Haus verbessern. Okay. 10.000 Gold. Ja. Nein. Hofgebäude richten. Ein Hühnerstall könnten wir für 4.000 G. Also da brauchen wir 300 Stein und 100 Stein. Okay. Was geht denn noch? Der Stall für 6.000. Brunnen. Ich glaube, wir sparen da noch ein bisschen. Weil, naja. Ja, brauchen ja dann auch Tiere. Und eigentlich möchte ich erstmal die Küche haben. Weiß auch nicht warum. Ich würde mir da wahrscheinlich eh wieder nicht viel kochen dabei. Weil ich meistens die Artikel dann verkaufe, wieder mal aus Versehen sozusagen. So, nee, die Narzisse nicht. Der Lauch geht weg, die Bohne weg. Ja, 60, naja, gut, das kriegt man rein, dadurch, dass man es öfters ernten kann. Jetzt habe ich aber. Ah, jetzt war ich halt beim Dings. Warte mal sehen, wächst in 4 Tagen. Nee, da ist, glaube ich, gar nichts mehr, was jetzt so schnell wächst hier. Ja, höchstes Gras. Was ist Boden? Ach so. Dann da zum Beispiel Obstbaum. Kirsch wächst in 28 Tagen zu einem reifen Kirschbaum heran. Trägt die Frühling Früchte. Aprikose. Frühling. Orange. Sommer. Ja, den können wir jetzt eigentlich. Es lohnt nicht, wenn wir den jetzt noch pflanzen, oder? Wenn wir dann im Sommer sind, dann wächst der trotzdem noch 28 Tage.
Eigentlich müssten wir dann jetzt für den Herbst pflanzen. Und verkauft den Hering. Haben wir mal einen Fisch verkauft? Naja, gut. Ja, das ist jetzt natürlich blöd. So, mal wühlen. Und jetzt nochmal geschwind ins Gemeindehaus rein. Ja, da bin ich sehr oft, ich weiß. Ich bin heute gerade die ganze Zeit daran vorbeigelaufen jetzt. So, dann gehen wir jetzt rein. Ja, da drin, da tut es immer blasen, da windet es immer so. So, Abenteuer. Das ist auch sehr einfach. Bündel ist komplett. So, was kriege ich denn? Ein kleiner Magnetring. Ach, na toll. Habe ich schon, brauche ich nicht. Dankeschön. So, und da fehlt uns noch der Feuerquarz. Und dann noch das Gold. Und dann wäre es komplett. So, jetzt läuft er wieder mit dem Päckchen da zum Häusle. Ah, das Bulletin Board hat auch jetzt hier einen Stein bekommen. Was können wir denn hier reinpacken? So, Bündelkoch. Ahornsirup. Ne, das andere mal Kiefernteer, Mohn. Straußenfarn, Trüffel, Spiegelei, Maki-Rolle. Was haben wir hier? Entenfeder, Pilz, Segel. Ach ja, wo kriege ich den Entenfeder her? Ah, wahrscheinlich mal Entenzichten tut. Was haben wir hier? Oh, die Schnecke, die muss man irgendwann halt mal zufällig finden, ne? Gefrorene Gejode, warte mal. Die können wir schon mal abliefern. Ein Kaulbarsch, ja gut, den kriegt man beim Angeln manchmal. Das war Feldforschung, ja. Eichenharz, na, das war Kiefernharz. Wein, Hasenpfote, Granatapfel, na, das wird eine Weile dauern, bis wir es zusammen haben. Heu und Weizen, Apfel. Na gut. So, dann lass uns doch mal, ja genau, beim Schmied vorbeigucken. Und dann wollen wir noch zur Abenteurergilde. Flieh, 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 Vögelchen. Ah ja, genau, und da wollen wir auch noch rein. Ach, eine Geode, was für ein Zufall. Wer schmeißt eine Geode weg, welcher Trottel? So, was haben wir denn? Ja, das haben wir noch. So, und Opal haben wir, ne? Ja. Kann mir ja mal kurz nachgucken, was das hier so ist. Jagoid, ein Kleinkristall, ist stark glitzern. Topaz, sehr gut. Hammer. Was sagt da jetzt zu dieser Träne? Ja, gefrorene Träne, Kristall. Eine Träne Seetis. Ah ja, interessant. Warte mal, den Seestern würde ich mir gerne auch nochmal angucken. Getrockneter Seestern, ein Seestern aus dem Urozean. Es ist erstaunlich gut erhaltenes Exemplar. Warte mal, welche Rolle haben wir denn hier eigentlich? Eins. Ja, wir haben doch 2 und 4. So, das ist. Das ist die zweite. Klassiker, wohlgemerkt einen frei, dass ich die dann so hier hin tun kann. Ja, jetzt brauchen wir bloß noch Schriftrolle 3. Dann ist die Sammlung komplett. Ach nee, es ist doch hier 4. Ja, müssten wir eigentlich nochmal tauschen. Können wir jetzt aber nicht mehr, weil wir jetzt nicht mehr Zugriff drauf haben. Wenn wir nichts mehr zum Schenken haben. So, jetzt gehen wir mal hier oben auch rein.
Der hat nix. So, und wie schaut's aus? Ah, die Axt ist fertig. So, sehr schön. Die Jode aufbrechen, die machen wir geschwind mal auf. Ah, das Ding, das haben wir schon. Den Jaguar, das haben wir nicht erst gelesen. Was ist das? Eisen? Jawohl. So, der Rest geht nicht. So, und dann machen wir folgendes. Den Jaguarit verkaufen wir. So. Und dann hauen wir wieder ab. Wir können jetzt im Moment kein weiteres Werkzeug verbessern. Also wir haben nichts. Können es nicht leisten. Aber das bekommen wir auch hin. Kommen wir hier oben eigentlich auch rum? Ja, da kommen wir rum. Aber wieso sollten wir eigentlich hier oben rumlaufen? Das macht eigentlich keinen Sinn, weil... Dann müssen wir hier rumlaufen, dann müssen wir wieder hier runterlaufen. Das ist eigentlich ein Umweg. So, warte mal, wir müssen da nochmal gleich sortieren. Eigentlich müsste das Schwert hier hin, so. Jawohl, und das müssen wir jetzt mal langsam verkaufen, den ganzen Krempel hier. Tch, eine Rennerei ist es immer, und das seht ihr auch, trotz des Mods hier, geht die Zeit irgendwie rum, ne? Flieh, flieh. Aber ich möchte auch so ein bisschen, ah, das war ein Eichhörnchen. Ich möchte auch so ein bisschen die Folgen da klein halten. Also jetzt mache ich es ja meistens so, ein Tag wird in zwei Folgen aufgeteilt. Das finde ich eigentlich ganz optimal. Ich könnte es natürlich so machen, dass vielleicht ein Tag in drei Folgen aufgeteilt, aber dann wird das Spiel sehr arg in die Länge gezogen. Und das möchte ich nicht. So einen argen Kaugummi möchte ich nicht. Ach, die machen erst um 14 Uhr auf. Ach, was ist das für eine blöde Gilde, ey. Ah, ernsthaft. Ich bin aber immer noch so am Überlegen, ob man nicht doch vielleicht... Ja, ob man nicht doch vielleicht einen Hühnerstall bauen sollten. Mein, wir können ja dann zwischendrin wieder Geld verdienen. Und dann können wir uns die Hühner ja kaufen nach und nach. So, verschwinden. Ah, da haben wir schon geguckt. Beim Bürgermeister haben wir noch nicht reingeguckt, ne? Ja, so, jetzt aber. Ja. Das ist immer das Gleiche, das ist so eine kleine Routine da, dass ich da doch am Strand guck, weil da dann immer wieder was liegt. Hier, da ist wieder eine Venusmussel. Da ist eine Seemöwe, die kann man nicht aufsammeln. Ja, wir brauchen keinen Vogel. Wir haben schon genügend Vögel. Selber im Kopf. Oh, genial! Golderz! Ja, aber nur drei Stück. Aber mit fünf wären es halt besser. Da hätten wir einen Gold... Barren schon, den könnten wir dann wieder. Ja, gut, der erste Barren, den tun wir auch abliefern. Oh, den habe ich übersehen hier. Ein Buch. Oh. Du hast ein verlorenes Buch gefunden. Die Sammlung der Bibliothek wurde erweitert. Ja, müssen wir nochmal in die Bibliothek reingehen und gucken, was das Buch enthält. Ja, das ist heute nur Rennerei. Ich sag's mal so hier. Das ist echt heute nur Rennerei. So. Ja, dann fehlen ja Bücher. Jetzt schweben hier schon zwei. Das ist ein Buch von Mani. Tiere sind sehr empfindlich. Sie mögen es jeden Tag gestreichelt werden. Und mögen das Gras draußen mehr als trockenes Heu. Sie mögen es aber nicht im Regen zu stehen. Glückliche Tiere produzieren höherwertige Erzeugnisse. Okay. Ah, hier fehlt ein Buch. Ah, doch, da gibt es noch eins. Tipps zum Landleben. Nutze Dünger, um die Qualität zu verbessern, die Arbeitslast zu verringern oder das Wachstum zu beschleunigen. Obstbäume brauchen eine volle Jahreszeit zum Wachsen, benötigen aber kaum Pflege. Sorge dafür, dass das Gebiet rund um die Saat nicht verstellt ist, sonst wachsen sie eventuell nicht richtig. Pflanzen vergehen nach Ende einer Jahreszeit, außer sie wachsen in mehreren Jahreszeiten, zum Beispiel Mais. Einige Pflanzen wie Grünkohl und Weizen müssen mit einer Sense geerntet werden. Okay.
Alles kein Problem. So, jetzt ist 12:40 Uhr. Jetzt versuchen wir uns mal schnell wieder nach Hause zu begeben. Vielleicht räumen wir mal noch so ein bisschen auf. Also, ich habe da ja vor, da stehen Bäume. Die stehen da blöd. So, Moment. Ja, eine Joja Cola. So, weiter geht's. Müh. Ja, ich möchte eigentlich auch Platz für den Stall machen. Beziehungsweise für ein Hühnerhaus. Die Frage ist, wo bauen wir das hin? Auch nicht so weit weg von unserem eigentlichen Häuschen. So. Ja, der Baum hier stört schon mal. Das ist Fakt, der muss weg. Der Baum hier soll auch weg. Kann vielleicht wieder Müsli-Riegel anbauen. Ah, jetzt können wir Hartholz fällen. Ja, meine kleine Katze, was ist denn los? Jawohl. Dann können wir hier mal aufräumen. Da möchte ich sowieso noch ein bisschen mehr Bäume pflanzen. Also da haben wir jetzt einen Nadelbaum stehen zum Beispiel. Die Achse ist nicht. Was? Hä? Das geht wieder nicht. Ach nö. Also es bedeutet, wartet mal. Da oben kommt noch eine Eichel und ein Ahornbaum. Daneben hin. So. Und hier. Kiefernzapfen haben wir nicht zufällig. Nee, haben wir nicht. So, dann packen wir mal wieder hier. Harz. Gold hätten wir hier. Okay, der kommt aber nicht hier rein. Die gefrorene Träne, die packe ich hier mal rein. Das kommt rein. Holz reicht dann nicht hier, das harte Holz. So, dann haben wir hier Eichel. Ne, wir haben keinen Kiefernzapfen. So, und ich habe mir sehr überlegt, wir bauen das hier, was ich möchte. So, das andere kommt hier in die Rohstofftruhe. Das hier meine ich. Und das hier. So. Und die Solaressenz kommt hier in die Rohstofftruhe rein. Das ist unsere Sammelsurium-Kiste. Wir könnten ja mal sortieren, ne? Ja, so. Ja, sieht schon ein bisschen besser aus jetzt, ja. Ja, jetzt finde ich natürlich wieder alles nicht mehr, ne? Warte mal, das Kupferbahngedöns kommt hier raus. Das packen wir hier in die Truhe rein. Das ist ja unsere richtige Truhe dafür. So, und hier neben irgendwo könnten wir jetzt dann einen Stall bauen. Warte mal, ich gehe oben rum. Geht schneller. So. Beziehungsweise ich gehe jetzt mal schnell noch zur Abenteurergilde erstmal. Weil die hat jetzt offen. Oh, und dann ist ja schon wieder Zeit, die Folge zu beenden. Das sind ja schon wieder 25 Minuten gleich. Wow. Ist jetzt die Kirschblüte, weil das jetzt hier so rosa blüht? Kann ja sein. Ist das hier ein Löwenzahn oder so? Nö. So. Servus, ich muss was verkaufen. 200, 150, den Ring, den haben wir schon mal. So. Flambeur, ich gerade jetzt. Wirklich schwer. 20 auf 32 Schaden, minus 4 Geschwindigkeit.
Nee. Zweiundzwanzig, gehörte einst einem ehrenhaften Ritter Templer, naja. So ehrenhaft waren die auch wieder nicht. 4000, boah, die nehmen es auch von Namen. Nee, nee, da kaufen wir erstmal nichts Neues. Vielleicht finden wir ja wieder eine Waffe in der Mine. Jetzt sind wir erstmal das restliche los, was wir noch brauchen hier. Gut, Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir uns hier einen Hühnerstall oder so bauen oder vielleicht einen Kuhstall, ich weiß es nicht genau. Ja, ich danke recht herzlich fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal, euer Legolas. Tschüss.